Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Guten Abend und herzlich willkommen bei Salzburg heute. Gegen Landflucht und für lebenswertere Gemeinden setzt sich die Bürgerinitiative rund um Georg Diekgruber ein. Zum Jubiläum hat man jetzt auch endlich die erste Vorzeigegemeinde gefunden. Vor 10 Jahren hat alles in Eben begonnen und seitdem versucht man von dort aus, Salzburgs Gemeinden ein Stück weit attraktiver zu gestalten und gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten. Wie ein Puzzle aus vielen Einzelteilen, Meinungen und Ideen setzt sich eine lebenswerte Gemeinde zusammen. Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und vor allem die Rückbesinnung zur Natur stehen hier im Vordergrund. In dem Prozess, wo Helmut Mödl dabei ist, definieren wir gemeinsam als Anliegen, weil ein Unternehmer, ein Bauer, eine Kultur, die haben alle ganz unterschiedliche Interessen. Aber was wäre der gemeinsame Nenner? Für eine lebenswerte Gemeinde braucht es einen offenen Diskurs. Es geht um die Ideen der Einheimischen. Da brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger ganz maßgeblich. Weil lebendige Gemeinden sind lebenswerte Gemeinden. Das heißt, wir wollen die Bürgerinnen und Bürger motivieren, dass sie sich einbringen in die Gemeinde. Jede Gemeinde ist unterschiedlich, jede Gemeinde hat eigene Schätze. Diese Schätze zu heben, die Menschen zu motivieren, dass sie nicht nur sich bequem zurücklehnen, sondern dass sie bereit sind, auch mitzugestalten. Nach 10 Jahren hat die Bürgerinitiative jetzt auch endlich eine Vorzeigegemeinde gefunden. In Ebenau will man sich zur lebenswerten Gemeinde entwickeln. Wir sind vor kurzem mit dem Verein in Kontakt getreten und uns hat die Idee dahinter, das Konzept dahinter sehr gut gefallen. Und ja, jetzt werden wir schauen, welche Ideen da entstehen. Konkrete Pläne, wie Ebenau zur lebenswerten Gemeinde wird, gibt es noch keine. Das will man sich jetzt gemeinsam überlegen. Eines steht aber schon fest, auch das Handwerk gehört dazu. Denn Herz, Hirn und Hand sind aus der lebenswerten Gemeinde nicht wegzudenken. Wir gehen da eigentlich ganz offen in diesen Prozess ein. Wir sind schon gespannt, was da von Seiten der Ebenauer sozusagen jetzt Bevölkerung kommt, was sie vielleicht auch die vorstellen, was das Werkschwein für Ebenau als lebenswerte Gemeinde beitragen könnte oder sollte. In weiteren Treffen und Seminaren wird jetzt bis Oktober an einem gemeinsamen Konzept gearbeitet.